Tack, tack, tack. So, machen wir die Bombe mal auf den Baum, weil der ist, der hält wirklich viel aus. Aber wir haben hier so ein Gewehr. Welche Stufe haben wir jetzt eigentlich? Stufe 9 schon. Aber jetzt, hier geht's ja bis 15, ne, bei Giants. Weiß ich nur nicht, was passiert, wenn ich den bei Giants auf 15 habe und dann bei Spyro's Adventure spielen soll. Ist er dann 10 einfach? Muss ja. Da geht's ja nicht höher als bis 10 und hier bis 15. Ich weiß es nicht. Oh. Da fallen auf einmal Holzpfeile vom Himmel. Dann zeigen wir den T-Rex auch wieder. Hat immer noch seinen Möhrchenhut da auf. Und hier Kraftakt. Yeah. Mensch, schneller geht auch gar nicht. Und irgendwie können wir die dann immer zerstören. Ich verstehe es nicht. Ach, hier ist sie. Hier war bestimmt auch eine Schatzkiste, ne? Ah, ist das doof jetzt für die Aufnahme. Das ist jetzt alles. Hier war eine Schatzkiste. So, für euch. Oder ein... irgendwas war da. Oder ein legendärer Schatz. Ich habe wirklich gedacht, dass wenn ich das Kapitel wiederhole, dass dann wieder alles zurückgesetzt ist. Ist nicht so. Schade, schade. Aber was soll man machen? So, dann gehen wir den da wieder drehen, den Generator. Damit wir über die Brücke rüberkommen. Ja, schneller Trigger Happy. Beeil dich mal hier ein bisschen. So. Schön. Da lacht er erstmal wieder. Nee, jetzt kommen wir nämlich rüber über die Brücke und dann müssen wir da irgendwie uns wieder zu dem Schnotzkobold durchkämpfen. Oh, hier können wir stehen bleiben. Immer da, wo der gerade nicht leuchtet. Das geht mir ein bisschen zu langsam. Oh, wo können wir denn jetzt stehen hier? Oh, gar nicht. Gar nicht? Den Schlossgruber brauche ich ja dann auch nicht öffnen. Hier war auch irgendein Schätzchen hinter. Ach, Mensch. Finde ich ja doof. Muss ich gucken, dass die Aufnahme jetzt wenigstens klappt, sonst ärgere ich mich noch mehr. Oh. Versuchen wir den mal. Alter. Was der für einen Schaden zieht. Hör doch mal auf jetzt hier. Wie soll ich den denn treffen hier? Höchstens so. Geht auch nicht. Weg, 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 weg. Hä? Ich verschanze mich mal hier oben, glaube ich. So, da war der erste und irgendwie ist da doch noch ein zweiter. Oh, 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 das war knapp. Ich glaube auf jeden Fall, er verfolgt uns. Und ich höre ihn ja noch. Alter, 80 Schaden plus. Geh weg. Ist der weg? Ich höre ihn nicht mehr. Ah, sehr schön. Ach, natürlich, jetzt müssen wir nur noch den hier irgendwie... Oh, 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 oh. Weg mit dir. Ach, wir können ihn noch nicht mal mit Bomben treffen. Was ist das? Er trifft mich doch gar nicht. Irgendwie trifft er mich doch gar nicht mit seinem Laser, oder? Doch. Oh, 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 oh. Ich hätte es mal nicht probieren sollen. Ah, ich habe auch nur Nahkämpfe. Jetzt, wenn Trigger Happy weg ist eigentlich. Geboren zum Brennen. Oder zumindest mit ganz schön kurzer Reichweite. Ach, das war ja auch noch. Wenn wir die beschwören, irgendwie geht da so ein Rundumschaden raus. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir haben jetzt... Was zum Heilen wäre jetzt ganz gut für Trigger Happy. Dann würde ich den auch gerne wieder mitnehmen. Ansonsten jedoch müssen wir hier mal gucken, ob wir hier mit einem anderen durchkommen. Sieht nicht nur aus, als wenn wir hier was zu essen kriegen. Eher im Gegenteil. Hey! Hey, wo willst du hin? Die sehen gar nicht so freundlich aus. Ich treffe sie mit Eruptor natürlich auch wieder nicht.
Doch, so kurz, aber... Ah, jetzt kommt er. Wenn ich das hier wieder in 10 Mann auf mich gleichzeitig zulaufe und die kommen von hinten, darauf habe ich auch irgendwie keinen Bock. Und irgendwie vermisse ich gerade die Musik. Wo ist die Musik? Ist ja so ruhig hier. Musik? Jetzt. War das leise eben. Ich habe ja richtig Angst gekriegt. Ich muss unbedingt mit Eruptor Gold farmen oder irgendwas. Der muss unbedingt so besser werden. Ich habe mich immer an Foren, als ich das erste Spiel gekauft habe, mich so informiert, welche in Anführungszeichen die besten Skylander sind. Und da war Eruptor und wie heißt der andere jetzt? Prison Break tatsächlich ganz oben mit Robot. Aber irgendwie ist davon noch gar nichts zu sehen oder zu merken. Was war hier? Hier war auf jeden Fall auch irgendein Schatz, der nicht da ist. Nee, also in manchen Listen ist Eruptor ganz, ganz oben. Aber am Anfang finde ich den so schlecht einfach. Weil es ist so schwer zu treffen mit diesen Feuerkugeln und die machen ja auch nicht wirklich viel Schaden. Die Eruption, die braucht viel zu lange zum Zaubern. Huch, wie denn das jetzt? Aber ich mache einfach so, bin ich sicher. Keine Ahnung. Zack. Ach, perfekt. So, da ist der zweite Damm auf. Der muss sich aber auch gut auskennen, der weiß ja alles. Außer vielleicht noch ein Haufen dieser arkanischen Sicherheitsroboter. Ups. Sprungkraft haben wir auch als Geiländer Unmengen, können uns aber in der Welt selber nicht durch Sprünge bewegen, sondern nur durch Sprungkissen. So, die schlafen hier noch oder weiß ich. Die bewegen sich immer erst, wenn wir kurz davor sind. Weg, Roboter. Helikopter-Roboter. Schieß nicht auf die Generatoren. Schlag drauf. Ja, was passiert, wenn ich da drauf schieße? Ich meine, mehr als 2 Ladungen kriege ich ja eh wieder nicht. Ach, verdammt. Ach, wir waren jetzt auch wieder auf 100%, ne? Ich habe einfach mal jetzt diesen Spezialdingens genutzt an dieser Welle. Der weiß wohl nicht, mit wem er es zu tun hat. Was? Ach, verdammt. Oh, oh. Sieht so aus, als hätte er einen Kumpel. Oh, 2 gegen 1 ist aber ein bisschen doof. Und vielleicht auch unfair. Hau jetzt zu, na. Wir haben immer noch einen im Rücken. Jetzt ist wenigstens wieder epische Musik am Start. Wo ist der andere? Ah, der wartet schon hinter uns. Hä? Hau zu. Los. Der lässt aber auch warten, du. Dann einmal noch. Zack. Roboter besiegt. Kämpf gegen die Besten, dann endest du mit den Resten. Schieß auf die Helikopter. Versuche ich. Und den Generator natürlich mitnehmen. Oh, nur noch 58. Nicht mehr so dicke. Aber die Helis zu treffen ist auch eklig wie Sau. Und hier auch wieder Monster-Matcher. Was hat's damit auf sich? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich tue mein Bestes. Und da ist die Kammer. Die geheime Kammer der Geheimnisse. Ziel erreicht. Sie können jetzt parken. Da ist sie. Die gar nicht so geheime Kammer der arkeanischen Geheimnisse. Ja, wenn man das Wasser erstmal runterdreht, dann nicht mehr. Wiederherstellen, bevor wir sie öffnen können. Wie gut, dass du weißt, wie das geht. Hinlaufen und Y drücken. Danach musst du zur Konsole von jedem Ring, um sie alle zu öffnen. So, und jetzt geht's wieder weiter auf dem Boden. Werden wir wieder reichlich belohnt. In dieser Zone sind Skylander der Wasserelement stärker. Die Melone könnte... Habe ich die beim letzten Mal auch gefunden? Warum steht Auric hier schon wieder? Weise, mich aufzusuchen. Du kannst bestimmt etwas Ausrüstung. Wie kommt er hierher? Sieht heute gut für dich aus. Vom Boot?
vom fliegenden Schiff zur Kammer, die unter Wasser stand. Ach Gott, ey. Nee, war ich auf keinen Fall. Sehe ich allein schon, weil der noch eine Himmelstein hat. So, hier haben wir eine Duell-Modus-Arena. Da brauche ich jetzt, lege ich nicht so viel Wert drauf. Zwei Hüter, nicht so dick. Auf jeden Fall den Himmelstein, den möchte ich haben. Aber wer hätte jetzt 1000? Einen vollen 1000, ne? Ohne Gold? Hm. Trigger Happy vielleicht. Jo, aber gerade so. Was sieht heute gut für dich ab? Erzähl nicht so viel. Wir wollen hier noch was schaffen heute. Arkianischer Ultron. Okay, der Rest ist erstmal. Das weiß ich nicht, ist erstmal nicht so wichtig. Wenn ich den nachher auf 100% spielen möchte, dann suche ich mir den nochmal raus. Überall. Und dann kaufe ich mir auch gerne nochmal alle Hüte, wenn dann das Geld dafür zur Verfügung steht. Huch. Handy? Ah, ich verstehe das nicht mit dem Handy. Ich will das nicht auch ausmachen. Wie sind wir denn hier gerade gelandet? Ach, da ist so ein Portal. Und da war dann bestimmt auch irgendein Schatz da hinten. Für die, die es wieder nachspielen wollen, irgendwie gab es da einen Schatz. So, der Generator, der ist wieder vor unserer Nase. Mehr oder weniger. Schwupps. So, da haben wir jetzt nicht viel Platz zum Ausweichen. Doch hier. Okay. Muss man immer gucken. Der bleibt aus. Glaube ich doch nicht. Ups. Oh. Ich glaube, im Schein wäre das ganz schön eng gewesen, aber selbst wenn wir da 10 Schaden kassieren, ist ja halb so wild erstmal. Hier unten ist da irgendwas. Da unten war auch bestimmt irgendwas, was ich schon wieder mitgenommen habe. Soll ich das jetzt... Ne, Trigger Happy ist erstens down wie Sau und ich glaube, ich habe einfach schon alle Schätze gefunden hier. Wie ist denn das Ziel, ne? Ja, ich habe ja schon alle Schätze. Ich kann jetzt hier das zeigen, aber da findet man ja eh nichts mehr. Hm. Ist irgendwie doof. Ist halt doof gelaufen. Machen wir wieder ein bisschen hinterrücks hier. Aber der Baum da ist auch einfach richtig stark. Ha. Oh, oh, ich glaube, er hat uns... Oh Gott, ey. Was der für einen Schaden zieht. Mal ernsthaft. Oh, schnell weg. Dass die Dinge auch erst so spät explodieren. Cool, dich kennen. Irgendwie wieder so eine Herausforderung. Verstehe ich nicht mit diesen Eisklumpen. Ach, auf jeden Fall, die können wir einfrieren, oder wie? Wenn er nicht gerade ein Schild hat. Hä, was machst du denn hier? Beweg dich doch mal. Hä?